Wenn man das sieht, weiß man, es ist Zeit, die Messer bei Robby, meinem Mähroboter, zu wechseln. Einfach ausschalten, umdrehen, die Messer abschrauben und dieses grindige Zeug da abkratzen. Little Santi hat auch irgendwelche Kommentare dazu. Ich kratze das im Prinzip nachher alles aus, auch diese Seiten, die da noch zu sehen sind. Und dann gehe ich da nochmal mit so einer Spülbürste drüber und schrubbe das alles nochmal ein bisschen fein. Ah, Robby muss dringend mal wieder sauber gemacht werden. So sehen die alten aus, die Schrauben auch dreckig und so weiter. Und das Set, was ich habe mit diesen Titanschrauben, kommen neue Schrauben dabei. Und diese Titanmesser halten besser und sind deutlich günstiger als die von Gardena selbst. Verlinke ich unten in den Kommentaren und auch in der Videobeschreibung. So, die Dinger müssen sich da noch ein bisschen drehen können. Das ist ganz wichtig, dass die nicht super fest sind. Aber normalerweise hält die Schraube da auch vorher an und lässt sich nicht weiter festziehen. So, nochmal gucken. Alles beweglich, schickidiggi. Alles tipptopp und ja, es war Zeit. Jetzt gucken wir noch, ob Robby natürlich funktioniert und wie er sich anhört. Das ist das typische Mähgeräusch und das ist deutlich lauter auch mit neuen Messern. Das ist ganz klar, wenn die sich so ein bisschen abgewetzt oder eingeschliffen haben, wird das Geräusch nochmal ein bisschen niedriger oder ein bisschen leiser. Aber ja, so Robby, viel Spaß, mach's gut, mit viel Spaß mit den neuen, da geht er hin. Da geht er hin. Der Junge, so groß geworden.